Statement, wie waren deine ersten Case-Erfahrungen? Super. Zusätzlich ist das meine Küche. Ja, jetzt denkt ihr, Saatgut ist leer. Aber nee, moin erstmal. Ach, nur im Trockenen. Ich habe ja gestern bis, ihr habt es im letzten Vlog natürlich gesehen, natürlich, weil ihr den Kanal abonniert habt und kein Video verpasst, ne? Wie gesagt, 8 Hektar oder sowas geschafft. Jetzt hat es 13 Liter geregnet. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viel regnet. Ich hatte so ein bisschen auf 2 gehofft, dass man heute Abend irgendwie nochmal weitermachen kann. Auch wenn heute Abend auch nochmal Regen drin steht. Aber dass gleich so eine Rutsche kommt, hätte ich nicht gedacht. So. Der Maxum steht da auch noch unberührt. Das heißt, da ging es auch noch nicht weiter. Jetzt habe ich mit einem Kollegen gesprochen. Er meint, das ist, ich glaube, das heißt Planetengetriebe an der Achse. Da ist so ein Dichtring. Ist nichts Schlimmes. 2 bis 3 Stunden Arbeit. Muss aber gemacht werden. Werkstatt hat sich noch nicht gemeldet. Das ist scheiße, weil ich auch noch Mist fahren muss. Das war Wasser. Und ja, jetzt geht es erstmal zu Fabian. Wir holen uns einen Anhänger und verkaufen nochmal Holz. So ein bisschen Regenzeit nutzen. Dann meinen Schwein noch ein bisschen was machen. Da gibt es eine Vorortkontrolle heute. Und ja, das ist heute erstmal Plan. Der hört sich wenig an, aber ist doch relativ viel, muss ich sagen. Also so viel, dass man sagen kann, wow, mal ein bisschen zusehen. So, was ich eben sagen wollte, Trecker ist wieder heile. Und zwar war das der nicht, hatte gar nichts mit dem Planetengetriebe zu tun oder wie das Ding heißt, wie erst die Vermutung war, sondern der Zylinder von der Lenkung, der war undicht. Oh, ganz schön rutschig hier. Hatten jetzt 15 oder 20 Liter, irgendwas zwischen 15 und 20 Liter hatte ich heute Morgen drin. Dafür, dass nur 2 angekündigt waren, nichts mit spontaner losfahren. Na ja, auf jeden Fall haben die das wieder dicht bekommen, da bin ich relativ happy drum. Aber in einer Stunde kommt schon die Frau vom Amt und dementsprechend schaffe ich das nicht mehr, Mist zu fahren. Das ist scheiße. Das ist richtig Murks, dass es jetzt so lange gedauert hat. Das hat mir jetzt den Tag zerrissen. Muss man sehen. Morgen richtig früh aufstehen und hoffen, dass die ruhig bleiben. Naja, jetzt letztes Gehege noch und mal sehen, ob ich jetzt auch nur laber, wenn sie da ist, oder die Kamera anwerfe. Aber ich glaube, das wird richtig unangenehm. Naja, ich glaube, das will sie auch gar nicht. Ich kriege direkt so eine Faust. Naja, erstmal so überstehen. Schlimm ist natürlich, dass es jetzt so viel geregnet hat, in den letzten Tagen auch. Das sind mehr Schweinchen, ne? Das ist, was soll man machen? Ja, jetzt steht da vorne einer. Mit Hund, den kenne ich. Und die 3 Schweinchen fütter ich noch schnell. Dass ich nicht filme, hätte mir von vornherein klar sein können, oder? Das war so richtig eine. Witzig, dass ich euch das direkt so sage, wie so ein Tagebuch, oder? Ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, aber bestimmt schon. Sie hat halt nur so Auflagen geguckt, so Zaun. Da ist der Spalt zu groß, da können Frischlinge durch, muss ich beheben. Wasser steht im Wasser, die haben keinen Frischwasserzugang, muss ich beheben dieses Wochenende. Kann ich verstehen, gut. Es sind halt so viele kleine nervige Sachen jetzt. Was heißt kleine, aber das sind ein bisschen Schreibkram noch. Ich brauche so einen Tierbestand, Register und ach, was weiß ich. Schickt sie mir eine Mail, was sie dazu zu bemängeln hat und dann ist gut. Der ganze Spaß jedes Jahr einmal, das ist halt so eine Standardkontrolle, kostet mich 60 Euro oder sowas, ist auch nochmal, ja, und ja, Ende vom Lied ist okay, Tiere werden nicht weggenommen. Danke!
Wegen dem Auto wurde es nochmal richtig knapp. Dankeschön fürs Warten. Jo. Meine Herren, meine Herren, ja, der Hof ist voll, was soll ich euch sagen? Eigentlich haben wir eine Auffahrt, eine Runterfahrt. In der Runterfahrt stehen die Welge-Anhänger immer noch. Nach der Karottenernte wird da mal was eingewintert. Ich weiß ja noch nicht, ob ich die überhaupt dafür brauche, ich hoffe ja nicht. Aber der Hof ist voll, keine Ahnung. Das ist so ein Dauerproblem, aber ihr kennt es ja schon aus meinen Videos. Jetzt hänge ich kurz schnell mal die Anhänger zusammen wieder. Und dann geht's los, bis fahren. Oh. Aber gucken wir mal schnell, wie das passt. Und müssen auch eh das Anhänger mal noch aufmachen. Ihr seht, ich habe den Wagen angekippt. Ich wollte mir heute Morgen keinen Stress machen. Letztes Mal habe ich es ja ohne gemacht. Da haben es ja auch einige in die Kommentare geschrieben. Manchmal da will man sich ja selbst so ein bisschen herausfordern. Aber heute nicht. Ja, eben schon vom Hof rückwärts gefahren. Das hier auch noch reicht für einen Freitagmorgen. Aber was wir jetzt noch mal schnell gucken werden, ist bei der Beregnung, die wir auch mal nächste Woche irgendwie mal einwintern müssen. Das ist der neue Computer. Das ist der alte Computer und eine zusätzliche Batterie haben wir nicht. Das war nämlich die Frage. Der hier wird noch umgerüstet auf den neuen Computer von dem. Muss ich mal überlegen, welche Trommel ist denn welche? Genau, die 500 Meter. Die kriegt die neue, den neuen Computer noch. Ja, also müssen wir da irgendwie, heute schaffen wir es nicht, nächste Woche, Anfang nächster Woche, das Ding mal bei der Genossenschaft auf den Hof stellen. Ja. Jetzt habe ich gar nicht geguckt oder gar nicht drauf geachtet, das passt hinten mit dem Anhänger, oder? Ja, locker. Na gut, ich melde mich dann zwischendurch irgendwie mal vom Mistfahren oder zeige euch da mal wieder ein bisschen ein paar Clips. Aber ich denke, jetzt beginnt eh die Zeit des Jahres, wo ihr mit Mistfahren überhäuft werdet. Ich glaube, das ist jetzt scheiße für euch, weil der hier im Weg ist, ne? Ich muss den mal abbauen, vor allem im Winter. Beine werden nicht mehr gewickelt. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was das für ein ekliges Wetter ist, aber ihr seht es wahrscheinlich gar nicht. Das ist so richtig Mistfahratmosphäre hier gerade. Regnet permanent. Ich hoffe, das hört gleich auf, weil ich nochmal Strom mit hernehmen muss. Ich gucke einfach mal selbst in der Halle rein, wie viel Stroh die haben. Vielleicht kann ich das noch irgendwie verlagern, verschieben. Wie gesagt, es regnet die ganze Zeit, alles nass, alles schmierig und jeder Halm, der auf den Trecker fällt, also jeder Strohhalm, bleibt auch kleben, ne? Das sieht richtig, richtig wild aus. Und ich habe einfach keine Handschuhe und kein Besen oder sonst was dabei, um das sauber zu machen. Ja, mit der Vorderachse muss man gucken. Das ist jetzt die Leitung, die zum Hydraulikzylinder hingeht, wo der Dichtring kaputt war. Also war nichts Wildes. Auf der Achse ist halt noch voll Öl drauf, deswegen konnte es das Planetengetriebe nicht sein. Also meinte er zumindest. Deswegen hoffen wir, dass es jetzt so geht. Ich gucke da gleich mal nach. Ja, Anhänger gleich voll. Und dann geht's weiter, ne? Im Geschehen. Mir fällt gerade ein, es wollte einer eine Roomtour haben von meinem Trecker. Ich muss dazu sagen, ich habe Pfand heute runtergeräumt. Das heißt, es ist nur eine kleine Müllecke hier unten. Ich habe so ein als Werbegeschenk mal so ein Litermaß bekommen. Da habe ich jetzt Müll und sowas reingepackt. Dann habe ich hier vorne im Kühlfach, ja gut, zwei Pfanddinger sind schon dazugekommen. Und dann habe ich zusätzlich hier vorne drin ein bisschen Büro. Das ist so das Aktuelle, was ich brauche zum Rechnungsschreiben und sowas alles. Ansonsten ist Büro hier mit älteren Sachen. Das sind so Ernte und ein bisschen Dünger. Und das könnte noch so ein bisschen Kram von 22 sein. Zusätzlich ist das meine Küche.
Essen, Trinken, Geld und Kram, den man dabei hat, aber nicht permanent braucht. Dann kommt hier mein Kleiderschrank. Das T-Shirt benutze ich jetzt eigentlich nur noch so als, also zur Zeit nur als Lappen. So immer, wenn ich meine Hände nass oder so sind, ne? Weil ich ja immer noch keine Handschuhe habe. Ein Computer ist weniger drauf, weil er ja beim Puma drauf ist, die Drille. Ja, und das war's mit meiner Roomtour. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So, wir sind wieder auf Anlage. Und ich muss sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich habe richtig Hunger und ich bin unfassbar müde. Warum auch immer, ich bin richtig, richtig müde. Jetzt wollte ich euch einfach noch... Jetzt wollte ich euch einfach mal beim Abkippen noch mal mitnehmen, dass ihr noch mal ein bisschen Action gesehen habt, weil der Tag ist dann für mich, denke ich, mal vorbei. Keine Lust mehr. So, man erkennt schon daran, wie das Ding am Qualm ist, dass das kerniger Mist ist. Oder auch ein bisschen länger auf der Mistplatte lag. So Pferdemist ist ja an sich nicht so kernig. Aber es bringt immer doch was, das noch rotten zu lassen und auch klein zu machen. Man sieht, wie schwarz der Haufen ist. So. Es ist arschkalt draußen. Es ist arschkalt, es ist wirklich ekliges Wetter. Das macht keinen Spaß heute. Absolut nicht. Obwohl man ja die ganze Zeit fast nur auf dem Trecker sitzt. Will man nicht. Will man nicht. Allrad ausmachen. So, jetzt fahren wir nochmal schnell auf die Waage rauf. Nehme ich euch auch nochmal kurz mit. Dogger, dogger, dogger. Er hat auch keine Lust mehr. Ne? So, das war's von heute. Wir werden sehen. Also die Liste wird immer länger bei mir gefühlt, was so alles jetzt noch ansteht. Aber bei dem Wetter hast du halt auch keinen Bock. Ne? Aber das, man muss gucken. Noch die letzten paar schönen Tage abwarten, dass der Rest Roggen auch in den Boden kann. Das wird, denke ich, morgen nicht so viel, wie es jetzt heute schon wieder geregnet hat. Wir sehen dann, was wir machen, wie wir weitermachen. Es liegt auf jeden Fall noch einiges an. Moin Leute, heute ist Samstag und jetzt machen wir das, was ich angekündigt hatte. Was vom Veterinäramt quasi bemängelt wurde, mal so ein bisschen in Ordnung kriegen. Und damit fangen wir an mit der Wasserversorgung. Ich meine, es ist ja klar, dass ich gerade angerufen werde, oder? Na? So, auf jeden Fall kümmern wir uns um die Wasserversorgung. Die Wasserbottiche stehen ja knietief im Wasser und dadurch, dass es jeden Tag richtig extrem regnet, wird das Wasser ja auch nicht weniger und die trinken halt aus Pfützen. So. Ja, das wurde halt bemängelt, das sollen sie nicht. Wildschweine machen es zwar auch, aber die Argumentation ist, die können sich ja noch aussuchen, ans fließende Gewässer gehen. Ist ja auch alles richtig, ne? Die sollen ja auch frisches Wasser haben, so ist es nicht. Und ich weiß aber ganz genau, dass sie da nicht rangehen werden. Das heißt, ich mache die einmal voll, die Bottiche, und dann werden die trotzdem weiter aus Pfützen trinken. Ich kenne ja meine Schweine so. Und jetzt habe ich gerade mit der Palettengabe, ich hoffe, man sieht es hier noch so ein bisschen, zwei Holzstämme geholt, also Holzbalken, mit denen haben wir auch den Zaun gezogen. Die werde ich unterpacken, dass das Ding mal so ein bisschen erhöht steht und vielleicht so, ja, breitere Puschen drauf hat, um nicht zu versinken im Matsch. Und jetzt habe ich einen Schlupf dabei, so einen kleinen. Und jetzt versuche ich mal, dass ich den da irgendwie geborgen kriege. Und das machen wir für alle drei Gehege. Und dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit, weil viel mehr passiert nicht. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, ich glaube, jeden Tag habe ich irgendwas über 10, 15 Liter ausgekippt. Also in den letzten vier Tagen 40 Liter oder 30. Nee, in den letzten drei Tagen. Auf jeden Fall 40 Liter Regen in ein paar Tagen. Deswegen war es gut, dass das mit dem Mais so passiert ist, wie es passiert ist. Schade nur um Roggen. Diese Fun Factor, die ich nicht fertig bekommen habe, die wollte ich ja jetzt fertig machen. Klappt nicht. Ach, deswegen sage ich dann im nächsten Vlog noch mehr ein bisschen zur Sorte und welche das ist und warum ich die genommen habe und wie auch immer.
wenn wir dann wieder auf der Drehmaschine sitzen und den Rest fertig machen. Ich hoffe, das wird so Montag, Dienstag passieren. Eigentlich sollte es heute auch gar nicht mehr regnen. Warum es jetzt wieder permanent durchregnet, verstehe ich auch nicht. Na gut. Kannst du den Stromzaun einmal aufmachen? Den Stromzaun. Oh, wieder mal Besuch. Ja, schön. Das ist relativ gut gegangen noch. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme. Weil das der einzige Bottich ist, der auch nicht direkt an der Tür steht. Ihr habt es gesehen vielleicht. Ich bin da jetzt so ein bisschen hin und her gefahren. Ja, so, jetzt haben wir ihn so bekommen, doch wie ich ja anfangen wollte eigentlich. Oh, oh, oh. Wir müssen aufpassen, dass er mir nicht von der Stange rutscht. Ich hab alle Allrad dran gemacht. Es sind auch mehr Schweinchen hier. Passt du da auf an der Tür? Passt du auf, dass keiner rausläuft? Man muss richtig aufpassen, dass er nicht in den Trecker schwingt. Oder ganz schön dolle schwingt, aber das passt. Das passt irgendwie perfekt. So, jetzt stelle ich das hier hin, weil dann kann ich trotzdem noch von Zaun aus irgendwie das voll machen. Es muss ja arbeitswirtschaftlich bleiben. Weg! Die Schweine sind so neugierig, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier handhaben. Ich habe mir gerade Gummistiefel angezogen. Die Leute, die mich kennen, ich hasse Gummistiefel. Aber ich habe hier halt immer welche vor Ort, das ist ganz praktisch gewesen jetzt. Leo Agra. Das haben wir schon mal. Man kann es sich auch schwer machen, ne? Aber ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so mit dem Frontlader rangekommen, deswegen mit Manpower. Wenig Sport gemacht diese Woche, deswegen musste mal was sein. Aber ich hab's mir auch. Ich mache mir das Leben öfter schwer. Na gut, nächster. Leo Agra sitzt auf dem Trecker. Wir machen es diesmal andersrum.
Statement. Wie waren deine ersten Case-Erfahrungen? Super. So, nach unserem Mittagseinsatz auf dem Hof gab es ein bisschen Bratwurst-Pommes. Jetzt dabei, das Ding aufzufüllen. Das ist hier jetzt relativ unglücklich, wo der Stromzaun relativ weit weg ist vom normalen Zaun. Das haben wir jetzt hier nochmal geändert. Deswegen einmal reingefahren. Bei den anderen hat es von außen geklappt. Aber ich denke, wir belassen es auch hierbei. Ihr habt jetzt genug Eindrücke bekommen. Die Woche war halt scheiße. Man sieht es. Da hinten ist auch richtig schwarz. Ich weiß nicht, was heute noch kommen wird an Regen. Ich hatte gehofft, dass ich morgen vielleicht die Roggenaussaat beenden kann. Aber wenn ich das halt morgen mache, dann kommt das auch nicht in dieses Video rein. Das heißt, wir sehen es auf jeden Fall im nächsten Vlog. Es steht noch ein bisschen viel an. Diese Woche ging es leider nicht so voran durchs Wetter. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Vlog euch trotzdem gefallen hat und ich das halbwegs interessant gestaltet habe. Könnt ihr mich in den Kommentaren wissen lassen. In dem Sinne, lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Der Wachstum ist ja wirklich Wahnsinn. Immer noch. Hammer. Mega Hammer. Vielen lieben Dank dafür. Und die nächsten 2-3 Wochen wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Das verspreche ich. In dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Ja.